Jo Leute, was geht ab? Und da ist er auch schon wieder, euer Digi-Doktor am Start zusammen mit der Puppe. Und wir sind heute mal in Wülfrath unterwegs. Es ist leider heute ziemlich kalt und ziemlich windig. Ja, und wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, haben wir hier eine wunderbare Destination erreicht. Also einen verlassenen Steinbruch sozusagen. Ein Naturspektakel. Das Ganze ist wirklich wunderschön. Ja, und die Puppe, die wird uns mal kurz hier was zu den Informations sagen, zu der Location. Hau mal rein. Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts wurden seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wurden über 230 Millionen Tonnen Kalkstein abgebaut. Okay. Das Gebiet ist hier ungefähr so um die 100 Hektar groß. Und 1998 wurde dann ein großer Teil auch des Steinbruchs stillgelegt. Der türkis schimmernde See, den wir den hier im Hintergrund sehen, ist dann diesem Kalk, der da drin schwimmert. Zuzuordnen. Genau. Deswegen sieht das so toll aus. Ist jetzt mittlerweile eine schöne Sehenswürdigkeit geworden. Angesiedelt ist hier hinten wohl noch eine Firma, die dann auch noch den Kalk abbaut, aber nicht mehr in der Menge, wie es damals mal Anfang des 19. Jahrhunderts dann losgegangen ist. Ja, und ansonsten gibt es hier auch ein kleines Museum mit so kleinen Ausstellungsräumen. Und da gibt es dann einiges an Ausstellungsmaterial, was das verschiedene Modellformen und so, was das Kalkwerk dann alles mal so über die Jahrzehnte zutage getragen hat und abgebaut hat. Okay, sehr interessant. Ne? Also hier gibt es jetzt auch so einen Rundwanderweg, den werden wir jetzt mal machen, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, genießt einfach die Eindrücke. Wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen jetzt wohin? Zu dem Aussichtspunkt Steinbruch Prangenhaus. Prangenhaus. Prangenhaus gehen wir jetzt hoch und wir sehen uns gleich oben wieder. Bis gleich, Freunde. Macht's gut. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. So, wir sind jetzt ein Stückchen weiter. Hier sind überall so Sitzgelegenheiten aus Steinen, wie man sehen kann. Also hier vorne, ja, da kann man ein Picknick machen, eine Rast machen. Im Sommer ist das hier bestimmt auch ganz angenehm, ne? Mit dem schönen Ausblick, den man hier hat auf diese blaue Lagune. Ich würde sagen, wir schicken jetzt gleich mal die Drohne hoch und gucken uns mal an, was wir hier so alles aus der Luft sehen können. Und dann machen wir gleich den Wanderweg hier noch ein Stückchen weiter. So viel ich weiß, kann man hier komplett rumgehen, ne? Ich weiß es nicht. Ja, also unten an den See kommt man nicht mehr. Da ist natürlich alles abgesperrt. Ist natürlich klar, Einsturzgefahr und Ertrinkungsgefahr und was weiß ich nicht alles für Gefahren. Verkalkungsgefahr, weißer Haigefahr. Also hier ist alles angefahren, was man sich nur vorstellen kann. Deshalb bleiben wir natürlich immer auf den Wanderwegen, die dafür vorgesehen sind. Heute mal. Heute mal, genau.
Jo Leute, und da sind wir wieder hier an der Aussichtsplattform, wie heißt das hier? Prangenberg. Prangenberg, genau. Von hier aus hat man ja einen wunderbaren Überblick. Wir sind jetzt auch noch mal ein paar hundert Meter hier diesen Weg entlang gelaufen. Leider ist hier alles eingezäunt, also man kommt hier nicht mehr da unten hin. Ist eigentlich schade, weil da unten ist noch ein kleiner Weg. Aber wie gesagt, also da fährt öfter mal Security vorbei und so. Passt da auf, dass da keiner irgendwie abstürzt. Ist natürlich auch vollkommen richtig so. Ja, man soll immer auf den offiziellen Wegen bleiben. Aber ansonsten hat es mir hier ganz gut gefallen. Dir auch, Puppe? War schön zu sehen. Ja. Und auch in den winterlichen Temperaturen. Die Sonne hat geschienen, war herrlich. Ja, ne? Eine schöne Kulisse für einen Sonntagsnachmittagsspaziergang. Ja, Freunde, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst auch gerne mal ein Abo da, um keine weiteren Touren von uns zu verpassen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause, machen lecker Essen. Ne? Das haben wir uns jetzt verdient. Und euch noch einen schönen Abend in diesem Sinne. Bleibt alle gesund. Ciao, ciao. Wir sind raus. Peace out. Tschüss. Ciao.